Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VMAX TV. Wir sind heute für euch in Andalusien unterwegs und beschäftigen uns mit der GTI-Familie. Ihr wisst ja, der Golf ist nicht mehr alleine. Er hat mittlerweile Geschwister bekommen. Einmal den Up-GTI und den neuen Polo-GTI. Den Einstieg in die GTI-Familie bildet der neue Up-GTI. Befeuert mit einem 1 Liter Dreizylinder-Motor, 115 PS, reicht für 8,8 Sekunden 0 auf 100 und Spitze 196 km/h. Deutlich mehr Leistung, nämlich 200 PS, hat der neue Polo GTI. 2 Liter Hubraum, Turboaufladung, im Prinzip der gleiche Motor wie im Golf GTI, nur eine etwas sanftere Ausbaustufe. Immerhin 6,7 Sekunden von 0 auf 100 und 237 km/h Spitze, schon deutlich besser. Die Speerspitze der GTI-Familie ist natürlich der VW Golf GTI Performance mit 245 PS. 6,2 Sekunden 0 auf 100, 250 Spitze, nur geringfügig schwerer als der neue Polo. Und was diese Autos wirklich können, das wollen wir hier in Ascari auf der Rennstrecke mal probieren. Ascari ist eine private Rennstrecke, sehr, sehr schön gelegen, mitten in Andalusien, sehr, sehr viele Kurven, ein Nachbau von vielen berühmten europäischen Rennstreckenkurven. Und wir sind sehr gespannt, wie sich die beiden Autos auf der Rennstrecke verhalten. Und das machen wir jetzt. So, ich sitze jetzt hier im Golf GTI Performance auf der wunderschönen Rennstrecke Ascari. Langgezogene Kurven, enge Kurven, alles, was das Herz begehrt. Wir gucken jetzt mal, was der Golf so drauf hat. Was sofort auffällt, ist, dass das Fahrzeug sehr viel Vertrauen einflößt. Neigt überhaupt nicht zu irgendwelchen überraschenden Reaktionen, selbst in schnellen Wechselkurven. Wir fahren jetzt hier unserem Instruktor hinterher. Schnelle Bergab-Passage, links, rechts, passt super. Durch das Sportdifferential beißt sich die Vorderachse auch wunderbar in den Asphalt. Eine schöne, leicht erhöhte Kurve. Scheitelpunkt, wunderbar. Die Lenkung ist extrem zielgenau. Macht wirklich Spaß. Ich habe mir jetzt in der Individualeinstellung die Lenkung auf normal eingestellt, weil mir die im Sportmodus ein kleines bisschen zu straff war. Viele mögen es ja straff. Schön ist, dass man sich das hier alles selber konfigurieren kann. So langgezogene Kurve, ganz leichte Unruhe im Fahrwerk, aber völlig problemlos. Wir sind ja auch noch nicht am Limit unterwegs. Hier würde deutlich mehr gehen. Aber wir müssen natürlich hier unseren Instruktor ein bisschen im Auge behalten. So rausbeschleunigen, hartes Anbremsen, bergab einlenken, hängende Kurve, ein bisschen kritisch. Aber überhaupt kein Problem. Das Fahrzeug hat so leichte Lastwechselfunktion. Ich bin hier im Sportmodus ESP unterwegs, wo man doch eine ganze Menge Bewegungen in der Hinterachse zulässt. Kommt dem Handling sehr entgegen. Anbremsen merkt man wieder leichte Unruhe. Traktion ist gut, wirklich erstaunlich gut für einen Fronttriebler. Schön Gänge ausdrehen, 160, 170. Jetzt geht der Kollege hier leider ein bisschen vom Gas. Schnelle Kurve, Scheitelpunkt treffen. Schikane, enge Schikane, anbremsen, links, rechts, links. Wunderbar. Gehen wir in Handschaltmodus, weil die Automatik ergibt mich ja so ein bisschen übersensibel. Da entscheide ich doch lieber selber, wann wir hier die Gänge wechseln. So, jetzt sind wir schon ein bisschen schneller unterwegs.
gerade in den Wechselkurven macht das Auto wirklich sehr viel Spaß. Man merkt zwar schon das Gewicht von über 1400 Kilo, gerade auch beim Anbremsen. Aber man hat schon ein sehr leichtfüßiges Gefühl. Also es ist wirklich ein Auto, was man wunderbar auf der Rennstrecke bewegen kann. Das waren ein paar schnelle Runden auf dem Rennkurs. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie sich gleich der Polo im Verhältnis dazu anfühlt. So, Freunde, wir sitzen jetzt hier am neuen Polo GTI und gucken mal, was der auf der Rennstrecke so kann. Was sofort auffällt, ist der deutlich kernigere Sound. Das ganze Auto fühlt sich viel direkter an als der Golf. Die Lenkung ist noch direkter. Er hat natürlich ein bisschen weniger Power, die 45 PS, die da fehlen, die merkt man schon. Aber es ist nicht so der zu spüren, wie man eigentlich denkt. Kaum untersteuern, selbst beim harten Anbremsen. So, jetzt hier enge Kurve. Ausbeschleunigen, Vollgas. Geht schon gut vorwärts, der Kollege. Ja, wirklich, der Sound ist, macht richtig Spaß. Ist präsenter als im Golf. Die Bremse hat einen schönen definierten Druckpunkt. Man kann hier sauber einlenken. Auch die enge Schikane. Links, rechts, links. Leichtes Untersteuern, aber gar kein Problem. Kann ja schön den Scheitelpunkt treffen. Und den Schikanen kaum Unruhe im Fahrwerk. Toll abgestimmt. Auch nach mehreren Runden ist hier noch kein Nachlassen zu spüren. Die Bremse steht wie eine 1. Die Reifen halten gut durch. Es macht wirklich Spaß. Das Auto ist für die Rennstrecke gebaut. Ich kann nur jedem empfehlen, der so ein Auto hat, bei irgendwelchen Track Days mal teilzunehmen. Das macht wirklich unglaublich viel Laune. Fühlt sich sehr leichtfüßig an. Sehr, sehr gut kontrollierbar. Auch für Leute, die keine Rennstreckenerfahrung haben, ist das ein ideales Auto, um ein bisschen Spaß zu haben. Überhaupt keine nervösen Zuckungen, keine Heckschwenks. Das Auto lässt sich super kontrollieren. Sehr unaufgeregt fahren. Man ist sehr, sehr schnell unterwegs. Man bleibt also locker an den Golf GTI Performance dran. Und das will was heißen. Das ist wirklich zum großen Teil ein Ergebnis einer perfekt abgestimmten Lenkung und eines wirklich toll funktionierenden Fahrwerks. Und auch der Motor macht hier völlig problemlos mit. Die 45 PS Leistungsnachteil gegenüber dem Golf merkt man eigentlich nicht. Dreht extrem leichtfüßig hoch. Wirklich ein toller Sportmotor. Insgesamt, man merkt schon, bin ich ziemlich begeistert von dem Polo auf der Rennstrecke. Es wirkt alles ein bisschen ungefilterter und direkter als im Golf. Ist schon toll. Seines Zeichens VW Werkspilot und aktuell da TCR Germany unterwegs. Benni, wollen wir eine Runde fahren? Auf geht's! Nein, ich freue mich. Okay. So, wir sitzen jetzt hier im Polo GTI. Neben mir Benni Leuchter. Der das Auto natürlich sehr gut kennt als Test- und Entwicklungsfahrer, auch nicht ganz unbeteiligt an der Entwicklung des Fahrwerks hier. Benni, was sagst du zum Polo? Ja, mega. Das Auto macht unheimlich viel Spaß. Es ist sehr agil, reagiert wirklich auf kleinste Lenkbewegungen, ist sehr direkt. Das macht mir oder gibt mir als Fahrer halt immer ein super gutes Feedback. Ich habe schnell Vertrauen in das Auto. Du merkst halt einfach, dass wirklich das Auto auf der Rennstrecke entwickelt worden ist.
Jetzt redet man immer über Fahrspaß. Wie definierst du jetzt Fahrspaß für dich? Ja, Fahrspaß ist immer dann gegeben, wenn das Auto genau das macht, was ich als Fahrer möchte. Ja? Wenn ich wirklich der Captain bin und das Auto auf das reagiert, was ich als Fahrer möchte. Und das haben wir hier mit dem Polo versucht zu erreichen. Und ich glaube, da haben wir einen guten Job gemacht. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Wenn du den jetzt mit dem Golf vergleichst, mit dem Golf GT Performance. Ich habe ja schon gehört, dass der Polo nicht viel langsamer sein soll. Was sagst du dazu? Ja, es ist immer so ein bisschen streckenabhängig, ja, Streckencharakteristik. Du merkst jetzt hier auch wieder, wie ich das Auto mit der Bremse oder auf der Bremse mit dem Heck mir rumholen kann. Es ist sehr, sehr abhängig von der Strecke. Im Prinzip ist natürlich beim Polo einfach das Gewicht der Vorteil. Dafür hat das Auto ein bisschen weniger Leistung, also da nimmt sich nicht viel zwischen beiden Fahrzeugen. Also ich merke schon, ein bisschen was hast du drauf, weil so schnell wie du ist hier glaube ich noch keiner mit dem Polo gefahren. Macht da unglaublich viel Spaß. Man fühlt sich auch ziemlich sicher. Also irgendwelche kritischen Reaktionen sind dem Polo ziemlich fremd, oder? Ja, absolut. Du merkst, das Auto reagiert genau auf das, was ich als Fahrer hier mache. Und das Schöne ist, es ist auch die allererste Runde, die ich mit dem Polo jetzt hier wirklich in Ascari fahre. Ah, okay. Bin vorher nur mit dem Golf R und dem Golf GTI gefahren, beziehungsweise mit meinem DCR. Aber hier, das Ding geht auch voll. 170 jetzt auf der Uhr. Also du merkst einfach, dass das Auto ja, wirklich das macht, was ich mir als Fahrer wünsche. Bremst offensichtlich auch sehr gut. Ja, also Auto funktioniert. Wir haben uns, wie gesagt, sehr viel Mühe gegeben auf der Nordschleife, auch mit dem Auto viel gefahren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, im Bereich Fahrwerk ist das, glaube ich, so aktuell das Maß der Dinge. Cool. Das erste Auto in der Kategorie, was ja auf der MQB-Plattform auch basiert, der alte Polo basiert ja noch auf einer anderen Plattform. Von daher merkst du wirklich jetzt hier auch, dass dort bis ins kleinste Detail noch gearbeitet worden ist. Ja. Dann danke ich dir sehr für deine wirklich interessante Erklärung und ich genieße mal jetzt einfach noch die paar Runden hier. Ja, ich hoffe, dass es passt. Es ist tatsächlich so, erste Runde hier mit dem Polo. Ja. Jetzt nicht fürs Video, sondern es ist tatsächlich meine erste Runde. Bremspunkt und alles, du kannst hier wirklich spät bremsen. Du kannst das Auto, merkst du, über die, ja, das Heck so ein bisschen holen und machst dann halt einfach hier. Spaß, ja, also offensichtlich. Hier auch das Ding, das ist cool. Zack, Curb. Ja, das ist einfach cool. Jetzt geht es hier rein ins Karussell, auch wieder leicht mit dem Plastik, hast du gemerkt, ja, rüber mit dem Heck. Auto reagiert wirklich auf das, was der Fahrer macht. Und das ist halt schön. Ja. Und dann bist du mit so einem Auto auch von Haus aus sofort schnell. Das nee, sehr, sehr geil. Ja, vielen, vielen Dank. Cool, gerne. Das war wirklich eine Hot Lap sozusagen. Das war eine Hot Lap, ja. Ein toller Tag mit der GTI-Familie auf der Rennstrecke Ascari geht zu Ende. Wir sind sowohl den Polo als auch den Golf auf der Rennstrecke gefahren. Beide machen unglaublich viel Spaß. Mir persönlich gefällt der Polo noch ein kleines bisschen besser, weil er einfach noch viel direkter lenkt, sich noch intensiver anfühlt auf der Straße. Und die 45 PS, die ihm fehlen, die merkt man gar nicht im Gegensatz zum GTI. Der GTI, der Golf hingegen, wirkt ein bisschen erwachsener, ist noch sicherer zu fahren, noch entspannter zu fahren, aber beide sind wirklich unglaublich spaßig zu fahren. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, bleibt unserem YouTube-Kanal weiter treu. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.